Wir werden jetzt einen überschaubaren Katalog wenig eingriffsintensiver Maßnahmen zur Verfügung stellen. Wir kommen damit einer Forderung aus der Rechtswissenschaft nach, die lange gesagt hat, dass es Wahnsinn ist, um solche niedrigschwelligen Maßnahmen aufrechtzuerhalten, möglicherweise die epidemische Lage aufrechterhalten zu müssen. Das ist Wahnsinn, das ist völlig unverhältnismäßig. Und deshalb nehmen wir jetzt einen überschaubaren Katalog niedrigschwelliger und auch wenig eingriffsintensiver Maßnahmen und stellen sie zur Verfügung dort, wo man sie braucht. Aber auch das nicht mit offenem Ende, wie bei der alten Regelung, sondern es gibt ein absolutes Ende aller Maßnahmen und alle Maßnahmen enden spätestens mit dem Frühlingsbeginn am 20. März 2022. Das ist ein sehr gutes Ergebnis. Wir sind auch sehr glücklich darüber, dass die flankierenden Maßnahmen im großen Einvernehmen geregelt werden konnten. Auch uns ist es ein Anliegen, dass diejenigen, die mit am schwersten unter Corona, aber auch den Maßnahmen zur Bekämpfung von Corona leiden mussten, dazu gehören die Künstler, dazu gehören die Solo-Selbstständigen, dazu gehören aber auch die Eltern, die sich eben nicht in vielen Einrichtungen auf die Kinderbetreuung verlassen konnten, dass wir hier flankierende, mildernde Maßnahmen ergreifen. Man kann die Härten nicht völlig aus der Welt schaffen, aber wir wollen diese flankierenden Maßnahmen weitertragen. Und ich bin sehr froh darüber, dass wir uns darauf gemeinsam einigen konnten und denke, dass das insgesamt auch zur Befriedung dieser ja teilweise vergifteten Debatte beitragen kann.